Around für euch. Ich freue mich total, dass ich euch mitnehmen kann. Ich fahre nämlich jetzt zur Steffi. Ich habe jetzt zwar 300 Kilometer vor mir, aber das macht gar nichts. Ich freue mich umso mehr, die Steffi wieder zu umarmen. Und wir haben was ganz Tolles für euch geplant. Wir wollen nämlich morgen gemeinsam in den DM gehen und ja, ein bisschen so durch die Regale stöbern und ja, durch die Gänge laufen. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Also die Kamera ist mit dabei. Ihr dürft euch freuen. Mal schauen, was es so Neues gibt. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ganz viel Spaß beim Video und ich fahre jetzt einfach mal los. There's no gravity that sucked me in your orbit. There's no magnet that was in your heart. The one restriction was the friction that was keeping us a little too. Ah, wir sind gleich da. Ich freue mich. Mir tut der Bob es weh und ich freue mich jetzt endlich, die Steffi gleich zu umarmen. Juhu! So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt gestern leider nicht mehr gemeldet. Ja, ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, denn schaut mal, wer neben mir ist. Ta-ta-ta-ta. Hier ist unsere Steffi, unsere Mamako-Beauty. Wir genießen jetzt einen Eisbecher und haben uns noch ganz viel zu erzählen, ist ja klar. Und morgen nehmen wir euch auf jeden Fall mit. Der DM ist nämlich gleich hier drüben. Nebenan, genau. Wir sind schon total gespannt. Wir freuen uns, euch mitzunehmen. Und jetzt genießen wir aber erstmal unseren Eisbecher. Wir wollen jetzt gleich noch ein Video abdrehen. Und ja, lasst euch überraschen, was das auf jeden Fall wird. Und ich sage einfach mal bis morgen. Tschüss! Guten Morgen, meine Lieben. Da sind wir wieder. Hier meine Steffi. Wir sind bereit. Wir gehen jetzt los und schauen mal, was es Neues gibt. Wir nehmen euch mit. Ich habe es euch ja versprochen. Ich bin schon ganz gespannt und ich freue mich total aufs Shop. Ja, ich mich auch. Wagen holen. Wagen holen. Als Erstes. Körbchen holen. Los geht's. Also, bis gleich. Why fight it? I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue, darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit. They're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana split. You're sticky like a hippie in the summer. Heidi, guckst du dir den neuen Nagellacke an? Ja, aber schau mal, die habe ich zugeschickt bekommen, die habe ich nämlich gewonnen. Die sind so schön, ne? Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und die sind echt toll. Also die sind für den Preis, ne? Ich habe auch erst gedacht, naja, aber ein Video dazu kommt auf jeden Fall. Und das hier mag ich ja, freue ich mich. Kann ich mir die alle nochmal angucken. Ja. Das hier finde ich auch total schön. Ja, das haben sie bei uns im DM-Markt noch nicht. Nein. Nee. Deswegen kenne ich es nicht so gut und deswegen schaue ich es mir jetzt mal genauer an. Ich und Lipgloss, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Den mag ich total gerne. Das ist mein Liebster. Und zwar nennt der Silch, sag's euch, Big Night Out. Der ist toll. Dann hast du doch das hier so arg angepriesen, ne? Soll ich das mal ausprobieren? Unbedingt. Also das kann ich dir nur empfehlen. Okay. Ich bin mit meiner hellen Variante sehr zufrieden. Okay. Sind die nicht schön? Mm. Wow, die sind so toll. Und für den Preis nur 2 Euro. Guck mal den jetzt. Boah, im Sommer. Wahnsinn. Hast du doch. Nee, der ist neu, du. Du hattest diesen Sister, Fresh Sister. Ja. Der hier heißt? Das sollte doch der Dupe, das Dupe sein zu dem Essie. Aber das neue P2-Sortiment interessiert mich auch total. Die hier interessieren mich. Ja, schauen auch schön aus, ne? Mhm. Große Liebe! Habe ich aber noch einige Backups. Aber ich wollte mir Puder anschauen. Aber da wollte ich lieber zu Astor gehen. Was meinst du? Astor ist direkt hinter dir, Heidi. Yeah. Was für ein Zufall! Ja, ich wollte einen Puder und einen Blush. Ich auch. Lass uns mal gucken. Naja, dann gucken wir jetzt mal gemeinsam an der Astortheke. Ja, schau mal, das ist schön. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hell für dich, oder? Das hier? Ja, für dich ein bisschen zu hell. Ja, guck mal den Tester. Welches, nee, welches da. Ist denn das hier?
weiß nicht, ob es so gut drauf ist. Das hier ist ein Fokus zusammen. Mal gucken. Das hier. Mhm. Oh, das ist zu hell für mich. Für dich schon. Guck mal bei mir. Bei dir. Ja, ist schon schön, ne? Und das hier. Das schon auch eher. Schön, ne? Das ist so leicht aber bronzy. So ein Bronzer, ja. Schon schön, ne? Also ich glaube... Aber ich verrate euch natürlich nicht alles, was ich mitnehme. Erstmal gucken. Genau. Seht ihr nämlich dann in unserem DM-Haul. Yeah. Yeah. Also es wird nicht alles verraten, was wir jetzt kaufen. Ist ja klar. Wir wissen es ja selbst noch nicht. Nee. Wir gucken jetzt erstmal in gucken. Ruhe. Ja, genau. Aber wie findest du die Astor Lipglosse? Davon von den 8 Stunden habe ich einen, aber da wollte ich nochmal nachschauen. Und von den Lipplackern. Ja, die sind toll. Hast du? Da habe ich eine Farbe gesehen, die mir gefällt, glaube ich. Und okay. Du? Ja, ich habe die schon. Aber ich wollte halt einen Lipgloss an sich, der, ja... Weißt ja, ich und Lipgloss ganz schön. One restriction was a friction that was keeping us a little too far apart. Why I fight it, I was secretly delighted. I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool, but now I can't let go of your skin. You know that I never knew that you are crazy glue. Darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and I don't wanna wiggle loose. You're honey like a finger in the beehive. The bees are buzzing in a tizzy fit, and they're stinging, but I'm singing like a fool, 'cause you're as sweet as a banana. Ah, eine Maske wollte ich mir noch mitnehmen. Die ist cool. Die mag ich total gerne. Freue ich mich. Die ist toll. Die riecht auch total nach Gurke. Da ist auch Gurke drin. Das macht Sinn, ne? Okay. Ah, zu dem Aufsteller wollte ich noch. Und zwar gibt es im Moment ein Angebot von Essie. 3 Nagellack für 15,90 €. Yeah, ich kleines Nagellackmonster. Ich habe zwar im Moment überhaupt keine schönen Nägel, aber das wollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ich will jetzt mal gucken, welche Farbe ich nehme. Und dann haben sie hier noch verschiedene Aufsteller, also LEs von Essence. Dann gibt es im Moment von Manhattan noch ein Angebot, das ich total cool finde, mit dieser Wimpernzange. Allerdings habe ich ja Mascara-Kaufverbot, das wissen wir ja alle. Also da entscheide ich mich noch, welche Farbe ich nehme. Dann wollte ich euch das noch zeigen. Und zwar gibt es im Moment von La Vera auch ganz, ganz tolle Sachen. Und die sind ganz neu bei DM. Wir waren gestern in der Parfümerie, Steffi und ich, und haben uns das hier von Adeco angeschaut. Also die Farben, die ähneln dem Ganzen schon sehr. Und da hat einer nämlich 8,95 € gekostet. Oder 7,95 €, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber ich finde das Angebot auch ganz, ganz toll. Da werde ich jetzt mal drüber schauen. Dann finde ich den Blush auch total schön. Da will ich jetzt auch mal gucken, was ich mache. Und dann wollte ich euch hier oben noch von Evelyn das hier zeigen. Das habe ich bei Instagram gesehen. Und zwar werden die total gehypt, die Pinsel. Aber ich finde sie so ein Tick zu weich. Also mal gucken. Vielleicht wird es davon ja auch noch was werden. Und hier haben wir noch die Grabbelkiste, ne? Ja, müssen wir auch mal reinkrabbeln. Grabbel, 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 grabbel. Steffi, man sieht dich mit deinem Stativ rumlaufen. Das ist wieder so typisch wir, ne? Schaut sie euch an, die Steffi voll in ihrem Element wieder. Also ich wollte euch noch was zeigen. Und zwar gibt es von Trackle Moon im Moment eine Limited Edition. Und zwar dieses hier, also es ist ganz neu. Und ich habe mir das schon gekauft. Ja, es ist nur für kurze Zeit und allein schon diese Farbe, oder? Das ist wieder so typisch für mich. Es riecht total gut, es ist sehr, sehr fruchtig und ich mag es super gerne. Und jetzt filmt sie mich auch noch. Schaut sie euch an. Ist wieder so typisch. Wieder so typisch. Yeah, da haben wir jetzt die Invisibubbles. Da sind sie für 4,95 €. Finde ich, ist das jetzt nicht ganz so günstig. Die sind zwar echt toll, sind auch super für die Haare, aber ich habe da noch einen anderen Tipp für euch. Ich blende euch das am besten mal ein oder schreibe es euch unten in die Infobox. Aber wie gesagt, die hier sind auch ganz, ganz toll und super für die Haare. You come from outer space. And I was sprung out from the earth.
mal. Das sieht ja auch wieder total süß aus, ne? Ja, typisch Mädchen. Und hier haben wir jetzt noch einen Aufsteller. Ja, hier sind auch noch so ein paar Angebote, so ein paar Sets. Das finde ich auch immer ganz nett, wenn man was verschenken möchte. Jetzt gerade von Balea zum Beispiel. Oder hier unten von Essence. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Das fand ich auch total schön. Ja, also hier kann man immer was ganz Tolles ergattern. Auf geht's zur Kasse. Schippidu. Ich könnte ja noch ewig weiter shoppen. Ist ja klar. War ja klar. So, meine Lieben, wir haben jetzt bezahlt und die Steffi, die war so lieb, die hat mir einen Beutel mitgebracht von zu Hause. Und schaut mal, was für eine Farbe. Ta-ta-ta-ta, pink war ja klar. Der passende für Heidi, natürlich. Ja, ich habe es euch ja schon gesagt, wir drehen dann auf jeden Fall noch einen Haul. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dazu schaltet, dann seht ihr quasi, was wir alles geshoppt haben. Und ja, das war es soweit von unserer Seite. Uns hat es total viel Spaß gemacht. Wir haben auch so ein bisschen rumgekäst hier drinnen, ist ja klar, gehört auch irgendwo dazu. Und ja, ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken beim DM-Team, bei der lieben Tamara auch noch und vielen, vielen Dank eben für die Drehung. Genehmigung. Das war jetzt auch nicht selbstverständlich. Also Dankeschön nochmal von unserer Seite. Dankeschön. Uns hat total viel Spaß gemacht, wie gesagt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei. Bis dann. Tschüss. So, meine Lieben, ich muss jetzt leider wieder fahren. Ich hatte ein total schönes Wochenende hier bei meiner lieben Steffi. Ich hoffe, mein kleines Follow Me Around hat euch gefallen. Hallo Bella, willst du auch Tschüss sagen? Ja. Bella will auch Tschüss sagen. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen zum DM. Und ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.